ausgezeichnet. Hallo und willkommen zurück hier bei Sherlock Holmes. Bevor dieses Video hier einfängt, habt ihr einen kurzen Videoschnipsel gesehen. Ja, wo ich dieses Rätsel hier gelöst habe und den zweiten Ruder Gedöns hier raushole. Es tut mir leid. Ich bin aus Versehen auf diesen R2-Knopf gedrückt auf dem Controller und dann hat er automatisch dieses Rätsel übersprungen. Ja, und deshalb haben wir das jetzt schon offen und es tut mir leid. Also können wir jetzt ganz normal weitermachen und ich muss mir keine Gedanken darüber machen, was das Ergebnis ist. Eine Rudergabel. So, ich schätze mal, die Rudergabeln können wir dann hierfür benutzen. Die Tafel klemmt. So lässt sie sich nicht umdrehen. So, mit zwei Gabeln. Kombinieren können wir sie nicht. Okay. Können wir uns nochmal diese Schatulle hier angucken. Vielleicht... Nee. Ach so. Ich kann das hier so... Ich kann das aber nur so machen, ne? Tunis. Delhi. Können wir das denn nach oben machen? Wir haben einmal 10. Der romantischste Abend meines Lebens im heißen Bombay. Das ist ein Foto, auf dem der Richter und seine Frau abgebildet sind. Bombay um 6 Uhr. Runter komme ich nicht, ne? Delhi? Bombay. Bombay um 6 Uhr. Perfekt. So. Das andere ist London um 10 Uhr. Perfekt. Das war's. Kinderleicht. Ja. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel? Interessant. Wofür dieser Schlüssel wohl sein mag. Wow, ach, da ist ein Stuhl, da komme ich nicht durch. Ich kann das aber nicht umdrehen hier, ne? Auf der Tafel sieht...
Die Tafel klemmt. So lässt sie sich nicht umdrehen. Okay. So, es fehlt mir dann noch ein Türgriff. Oder ein Schrankgriff. Dann gehen wir hier raus. Und mit dem Schlüssel können wir dann diese Tür hier öffnen. Ja. Wir sind im Büro des Richters, Holmes. Was haben Sie vor? Wollen Sie hier alles auf den Kopf stellen? Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Ich gehe nicht, bevor ich gefunden habe, wonach ich suche. Na dann. Denken Sie an Ihre Kekse, wenn wir gehen, Holmes. Natürlich, Watson. Schauen wir uns das mal an. Eine Rudergabel muss ein Souvenir sein. Eine Rudergabel? Beckett, Ehrenmitglied. Es muss sich hierbei um eine Organisation handeln, der Richter angehört. Sehen Sie sich dieses Symbol an. Es muss für Richter Beckett von großer Bedeutung sein. Dann nimmt er einfach die Bilder mit. Als Andenken an die Universität von New York. Richter Beckett hat dort studiert. Der junge Beckett mit seinen Freunden beim Rudern. Der Richter war schon früher gerne rudern. Ja, beweg dich. Oh, da ist was. Eine Habano Clarissimo Zigarre. Okay. Was haben wir sonst noch hier? Hier ist nichts Interessantes. Okay. Auch nicht. Ja. So viele Trophäen. Der Richter ist bestimmt stolz darauf. Ja, bestimmt. Und da haben wir das nächste Rätsel. Diese Tür ist äußerst robust und da ist kein Schloss. Am besten sehen wir uns hier weiter um, Holmes. Ja. Die blinde Justitia. So blind wie Richter Beckett. Wortwitz. So, ich schätze mal, ich muss die Dinger hier reinstecken. Unter den Öffnungen ist ein Mechanismus zu erkennen. Diese Ruder lassen sich drehen. Mhm. Watson, das ist wirklich ein höchst ausgeklügeltes System. Es handelt sich dabei um einen Öffnungsmechanismus. In der Tat. Aber müssen wir da überhaupt rein? Richter Beckett ist sehr wohlhabend und das Zimmer enthält möglicherweise nur gewöhnliche Wertgegenstände, die er vor Dieben schützen will. Türen sind dazu da, um geöffnet zu werden, mein werter Freund. Na dann stecken wir die Dinger mal da rein, ne? So. Mir fehlen Informationen. Genau, und jetzt brauche ich hier so... Dieser Gentleman ist definitiv ein leidenschaftlicher Ruderer. Er stellt sein Hobby sogar in seinem Büro zur Schau. Finden Sie heraus, welcher Studentenverein Richter Beckett angehört. Diese Notiz muss Richter Beckett sehr wichtig sein. Tritt uns bei, unsere Erfolgsquote liegt bei 3,14. Eine Liste mit den Wappen der amerikanischen Universitäten. So. University of New York. Und so ein
Z oder was soll das sein? Eine Liste mit University of New York. Mir fehlen Informationen. Diese Notiz. Okay. Da fehlt also noch was. Der hat doch die Dinger da drin gemacht. Warum hat der die denn noch im Inventar? Okay. Wir müssen also noch mehr rausfinden. Wir haben noch eine Tafel, die klemmt. Und ein Schrank, der gerade nicht aufgeht. Da steht was. Der kleine Scherzkeks, der sich den Griff für den Süßigkeitenschrank ausgeliehen hat, möge diesen bitte unverzüglich zurückgeben. Wenn sich der Griff vor Wochenende wieder an seinem Platz befindet, werde ich von einer Bestrafung absehen. Andernfalls sehe ich mich leider gezwungen, die gesamte Klasse zur Verantwortung zu ziehen. Sieht ganz so aus, als würde es in jeder Schule freche Schüler geben. Was sollen wir als nächstes tun, Holmes? Okay, ich glaube, wir müssen wieder hier rein. Dann ist die Frage, wonach wir aber suchen. James. Er ist nutzlos. Ich kann das nicht lesen. Er ist nutzlos. Er ist nutzlos. Sind dann vorne. Ich glaube, ich muss hier irgendwas machen. An den Tischen. Kurz mal warten. Es tut mir leid, dass ich jetzt gerade so ruhig bin. Aber ich muss gerade ein bisschen überlegen. Ich muss herausfinden, also wo James sitzt.
Gehen wir mal hier hin nochmal. Ich wusste gar nicht, dass Sie leidenschaftlich gerne kochen. Was will der mit dem Speiseöl machen? Was hat er mit dem Speiseöl vor? Okay, kannst du mit nichts kombinieren. Gute Frage. Irgendwas übersehen? Ist die Frage, ne? Was müssen wir tun? Mir fehlt. Mir fehlen Informationen, ja, ist mir klar. Muss ich was mit diesen komischen Keksen hier machen, die er angeblich mitbringt? Ich habe keine Ahnung. Ach, hallo, geh da rein. Ich brauche das Öl hierfür. Ja. Dann kann ich auch gucken, was da steht. So. Jetzt dreh die Tafel. Griechische Buchstaben. Notieren Sie sie, mein lieber Freund. In Ordnung, Holmes. Okay, das brauche ich wahrscheinlich für den Tresor hinten. Dann gehen wir direkt mal zum Tresor hin. Und versuche mal herauszufinden, was wir in diesem Tresor finden. So. Nicht? Ah, geht doch. Okay. Diese Notiz muss Richter Beckett sehr wichtig sein. Trete uns bei. Und ist das hier Pi? Da. Mir fehlen Informationen. Mir fehlen Informationen. Okay. Also es fehlt noch ein Zettel. Also muss ich doch an den Griff drankommen. Also muss ich herausfinden, wo James sitzt, weil der ist ja der Schokoladendieb. Doch irgendwas mit dieser Tafel zu tun. Er ist nutzlos. Quatsch. Hm.
Tja. Der Türgriff. Da war gerade in der Hand. Eine Schachtel mit Süßigkeiten. Wahrscheinlich, um fleißige Schüler zu belohnen. Okay, hätte ich mir das vielleicht vorher mal angucken sollen? Eines der griechischen Bücher ist aufgeschlagen. Vielleicht der Stoff der letzten Unterrichtsstunde. Alles deutet auf jemanden hin, der nicht will, dass man diesen Schrank öffnet. Was Grund genug ist, ihn zu öffnen. Schüler James hat den Griff zum Süßigkeitenschrank gestohlen, damit er sich dort nach Lust und Laune bedienen kann. Wenn wir seinen Tisch finden, finden wir auch den Griff. Okay, gut. Auf Umwegen wird also dieser Plan doch interessant. Der Sitzplan des Klassenzimmers. Mit Hilfe dieses Sitzplans finden wir vielleicht heraus, an welchem Tisch James sitzt. Wo James sitzt. Okay. Und der freie Platz ist dann James. So, Mark ist ein sehr netter Junge. Ihn kann man wirklich mit jedem zusammensetzen. Okay? Der kleine Jasper ist häufig krank. Ich habe ihn in die Nähe der Küche gesetzt, damit er nicht so nah am zugigen Fenster sitzt. So. Charles wartet immer noch auf die Brille, die ich für ihn bestellt habe. Solange muss er noch im Licht und nah an der Tafel sitzen. Ich hab ihn und seinen Sitznachbarn Eddie die Plätze tauschen lassen. So. Wo ist Eddie? Da. Eddie ist ein Tagträumer und sitzt gerne am Fenster. Vielleicht sollte er und sein Sitznachbar die Plätze tauschen. Also dann ist er hier. Charles ist da. Bart ist sehr zuverlässig und ordentlich. Ich habe ihn damit beauftragt, die Bücher der jüngsten Schüler aufzubewahren. Ist blau. Jüngsten Schüler aufzubewahren. Wie viel brauchen wir hier? Es ist wichtig, Kindern Verantwortungsbewusstsein beizubringen, indem man ihnen kleinere Aufgaben zuteilt. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass sie diese Aufgaben körperlich und geistig gewachsen sind. Die Reihensprecher sind mit einer Flagge gekennzeichnet. Andere Aufgaben werden anhand von kleinen Bilderchen dargestellt. Bei Gemeinschaftsübungen sammeln sich immer 4 Kinder an einem Tisch. Wollte ich nicht. Der Sitzplan des Klassenzimmers. Mit Hilfe die. Rose und Luise lieben Bücher und schreiben heimlich zusammen eine Geschichte. Ich will sie bei diesem schönen Vorhaben unterstützen und lasse sie zusammensitzen. Luise ist ab jetzt für die Aufbewahrung der Bücher für die älteren Kinder zuständig. So hat sie Zugang zu allen Büchern. Mhm. Rose und Lisa lieben Bücher und schreiben heimlich Geschichten. Muss ich hier entpacken? Elmer ist ein ruhiger, vernünftiger Junge. Er sollte neben Pierce sitzen, weil er auf ihn einen guten Einfluss ausübt.
Wo ist Pierce? Pierce gehört zu den Kindern, die sich manchmal mit Autorität etwas schwer tun, aber er ist trotzdem ein netter Junge und ich mag ihn sehr. In der Nähe meines Pults, hinter Astasia und neben dem kleinen Elmer, der für sein Alter schon sehr reif ist, sollte er am wenigsten Probleme halten. Hinter Astasia und neben Elmer. Anastasia ist sehr hübsch und gebildet. Sie wird bestimmt einmal ein gutes Leben haben. Ihr Platz ist links. Links neben Ophelia, weil die so sehr nett und geduldig ist. Anastasia sicher dabei helfen wird, sich hier schneller zurechtzufinden. Also links neben Ophelia geht ja nur hier. Ich habe Ophelia in der ersten Reihe zwischen meinem Pult und die Tafel gesetzt. Sie hat eine sehr leise Stimme und ich will sie nicht dauernd bitten, ein bisschen lauter zu sprechen. Ihr selbst ist auch das Unangenehm. Ja, hier. So. Ein netter Junge, ich war in der Nähe meines Pults, hinter Anastasia, neben dem Elmer. Neben Elmer. Er sollte neben Pierce sitzen, weil er auf ihn einen guten Einfluss übt. So. Wo ist der Pierce? Hallo? Hier, James, Mark. Hinter Anastasia und neben den kleinen Elmer. Genau, so. Mag sein sehr, ihn kann man wirklich mit jedem zusammensitzen. Seit Anastasia hier ist, scheint Orson hin und weg von ihr zu sein. Wenn er zur Tafel schaut, ist sie genau in seinem Sichtfeld und lenkt ihn ab. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn versetzen soll. Diese Schwärmerei bei den jungen Leuten ist doch etwas Wunderbares. Außerdem redet er jetzt nicht mehr ununterbrochen mit seinen Sitznachbarn Bart. Okay, wenn ich den jetzt neben Bart hinsetze und das eine darüber mache. So. Genau. Dann ist sie genau in seinem Sichtfeld und lenkt ihn ab. Wenn er zur Tafel schaut. Lisa und Talia sind wirklich reizende Schwestern. Ich bringe es nicht über Herz, sie auseinanderzusetzen. Gießen Talia. Okay. Mark kannst du überall hinsetzen. Thank you.
So. So, und in der nächsten Folge machen wir dann mit den roten Schülern weiter. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Leo. Ciao.